So, ich habe jetzt einfach den Terrakotta-Tempel nochmal gespielt, bis zu der Stelle, wo wir halt den gelben Stern gefunden haben, habe mich dann mit der Plattform hier nach unten fahren lassen und habe mir jetzt den roten geholt. Keine Ahnung, ob mir das jetzt irgendwas bringt. Aber hey, wir haben einen Farbstern mehr in jedem Fall. Und ich mag den Level immer noch nicht. So. Mal schauen, ob der uns vielleicht noch eine neue Möglichkeit nach da oben bringt. Ah, oh. Genau da wollte ich doch hin. Perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir doch da einfach mal hin. Hier zum Vulkan Siena. Und wir betreten den dann einfach mal, würde ich sagen. Da ist ja nun definitiv noch die Peach Post hier. Nummer 3. Wir haben Nummer 4 sogar vor Nummer 3 gefunden. Okay. Mario, mir scheint, dass diese Luftgaleere sehr bald an ihrem Zielort ankommt. Doch wenn ich mich umsehe, ist dort nur ein endloses Wolkenmeer. Wir müssen uns unermesslich hoch über dem Boden befinden. Oh, was geschieht nun? Fliegt das Schiff etwa in etwas hinein? Doch wir befinden uns mitten in der Luft. Wo sind wir hier nur? Okay. Dass sie sicher gelandet sind, wissen wir inzwischen nun. Was ist er denn für einer? Hi. Das Vulkanverhältnis ist hier in meiner Ecke richtig schön kühl. Das ist der einzige Zufluchtsort vor der Gluthitze und der gehört mir. Okay, das sieht ziemlich warm aus. Hier ist es so heiß, da fliegt ja mir der Deckel von der Dose. Muss wohl. Oh, ich hab's weggedrückt. Wo wir gerade über Offensichtliches reden. Fall mir bitte nicht in die Lava, okay? Das macht bestimmt ordentlich Schaden, wenn man da reinfällt. Ich habe gerade auch ein bisschen Angst. Aha. Genieße diesen Anblick. Findest du ihn nicht auch furchtbar inspirierend? Nun ja, vielleicht vor allem furchtbar. Auf jeden Fall hat mich dieser Ort inspiriert, meiner Rettertätigkeit ab morgen noch fleißiger nachzugehen. Bis dahin werde ich meinen Mut durch das Verspeisen von richtig scharfer Papironi unter Beweis stellen. Gelbe Rettertod Nummer 11 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer im Bonsai-Hain. Yay! Dieser Ausblick ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Man wird das Gefühl nicht los, dass da noch mehr dahinter steckt. Allerdings geht hier momentan nicht gerade die Post ab, oder? Du könntest natürlich ein bisschen über die Lava laufen, oder wir gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Hier geht's aber scheinbar jetzt echt nicht weiter. Und nach hier vorne bin ich ja auch nicht irgendwie gekommen. Da wird sich dann bestimmt noch irgendwie was ändern, wenn wir irgendwas Spezielles gemacht haben. So, dass wir hier irgendwie noch weiterkommen. Aber ist ja auch scheißegal. Wir können jetzt ja in den Bonsai-Hain gehen da. Ja, bitte. Und, gucken, was uns da noch so erwartet. So, Speichervorgang. Ja, Mensch. Hier gibt es ja immerhin noch zwei ganze Sterne, ne? Was ich übrigens hier im Terrakotta-Tempel wieder nicht geschafft habe, ist vorne diesen einen Fleck an der Wand einzufärben. Ich weiß einfach nicht, wie und wo. So, ich fülle mal kurz ein bisschen meine Farbe hier auf, weil gerade so rot habe ich nicht mehr ganz so viel. Kann ich hier noch kurz? Ja, sehr schön. So, und da. Und da. Und dann schauen wir doch mal. Hallo. Abzählen! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Alle 12 Mitglieder der gelben Rettertods sind eingetroffen. Gelbe Rettertods Operation Rübzug beginnt. Alle auf ihre Positionen. Ja gut, es sind schon alle auf ihren Positionen, aber das gehört nun mal dazu. Kannst du uns etwas zur Hand gehen, Mario? Du bist die nach. Was bin ich? Muss ich hier jetzt auch ziehen? Oder muss ich am letzten Rettertod ziehen? Schön. Au, ruck! Blöpp. Oh Gott, die Armen. Können wir die noch ausquetschen? Mission erfolgreich abgeschlossen.
Wir können sie noch ausquetschen. Sehr schön. Verlässt das Erdreich nur unter viel Einsatz vieler Hände und mit einem kräftigen Hauruck. Okay. Oh, warum sind die denn alle so traurig? Diese Rübe hast du aber ordentlich ausgequetscht. Oh nein, die sind jetzt alle voll traurig. Wow, wir haben die Rübe rausgezogen und die Röhre gleich mit. Dabei haben wir die Rübe doch rausgezogen, damit wir in die Röhre kommen. Was ist denn das? Geh doch mal dran. Okay. Noch eine Röhre. Eine neue Röhre ist gewachsen. Die Kraft der Natur ist wahrlich mysteriös. Na dann, ab dafür, denke ich mal. Wieder doch schon direkt den ersten getarnten Fleck. Endlich ist der Wald wieder normal. Anscheinend hat Karmics Magie nicht bis hierher gereicht. Geh mal weg hier. So, dankeschön. Sprungkarten. Ich bräuchte nach dem letzten Terrakotta-Tempel jetzt tatsächlich neue Hammerkarten, wenn das möglich wäre. Haben wir denn hier lesen? Bonsaihain, der ehrwürdige Baum des Bonsaihains, alt und ehrwürdig. Es heißt, wer sich reinen Herzens etwas von diesem Baum wünscht, dessen Träume werden wahr. Hier, du kannst weg. So, dann hier. Buchhammer mal zwei, ja geil. Meine Lieblingskarte und dann auch noch in doppelter Ausführung. Ist das nicht schön? So. Da und da und da und hier, du musst noch weg. So, neue Farbe. Da scheint nichts dran zu sein. Ich hab... Oh. Warte mal, Mario. Kommt dir das Schild dort auch komisch vor? Sehen wir uns das mal an. Seltsam. Die Schrift auf diesem Schild ist ja winzig. Warum ist die wohl so klein? Und was ist mit meiner Stimme? Oh Gott. Oh Gott, das ist alles winzig. Oh Gott. Okay, oh, da sind ganz viele Goombas. Ein kleiner Farbstern? Hier, ohne irgendeinen Wächter? Das ist etwas zu einfach. Aber ich will mich ja gar nicht beschweren. Schnapp ihn dir und dann weiter. Oh oh. In irgendeinem Baum ist doch wieder so ein scheiß Stern versteckt, unter Garantie. Auch nicht. Was? Er ist weg. Haben diese Winzlinge ihn weggeschafft? Hä? Mein Rücken fühlt sich komisch an. Na, es bewegt sich. Das ist etwas auf meinem Rücken. Mach es weg. Mach es weg. Jaha. Mario? Nein. Och Mann. War das wirklich nötig? Naja, danke jedenfalls. Wo waren die? Ach ja, der Farbstern. Wenn du mal nicht mehr klemmender sein willst, versuch es bloß nicht als Orthopäde. Ja gut, der ist jetzt weg. Das ist blöd. Wollte gerade sagen, ich wollte ganz gerne diesen Baum hier einfärben, wenn das denn ginge. Jetzt rechts oder links? Das ist die Frage. Hier ist jedenfalls, glaube ich, nichts mehr, ne? So, aber an den Bäumen hier ist jetzt auch nicht mehr irgendwas, oder? So, nö. Hm. Oh, da ist noch ein kleiner Dings. Sind hier auch noch irgendwo welche, die man wieder nur mit so einer blöden Kameraperspektive sieht? Okay, Muss ich jetzt gerade aus oder nach da weiter? Ich weiß es nicht. Ene, mene.
Mac und du bist weg? Weiß ich nicht. Irgendwie stehen diese Bäume mir hier noch zu auffällig rum. Ich weiß es nicht. Hier, du bist aus... Du bist so ein Pappbaum, ne? Nee, Ich muss die jetzt erstmal alle hauen. Einfach, weil die halt auffällig sind. Egal, ich gehe jetzt einfach mal... Sind wir nicht schon mal von hier gekommen oder so? Ich glaube schon, oder? Waren wir hier? Wir waren hier ja schon mal irgendwie drin, oder? Hinten war so ein blöder Fleck gewesen. Habe ich doch gerade gesehen. Verarsch mich doch nicht, da ist auch noch einer. Und da ist auch noch einer. Und da war ein Gegner. Und da kann ich irgendwas ziehen. Will ich das abziehen, ist die nächste Frage. Okay, eine Paragumba-Karte. Nice. Da ist noch so ein... Da ist auch noch so ein Ding. Mann, ich will doch nur das Ding da unten einfärben. Ist das denn so schwer? Ich sag doch, irgendwas ist mit diesen Bäumen. Ah, das sind immer so Pappbäume. Kleine Goomba-Meute. Okay, was machen wir denn da? Moment, erstmal hier sortieren. Ich schau gerade mal. Ich glaube, dann nehme ich hier so einen Dreifachsprung und eine Feuerblume und einen Dreifachhammer, einen kaputten. Ich muss erstmal gucken, wie man diese Anzahl an Goombas jetzt, hier, weiß schon. Werden weniger. Glaube ich. Oder? Ja. Okay, gut. Das war jetzt doch recht einfach. Oh, die Armen. So. Aber waren wir hier richtig? Ich habe irgendwie so das Gefühl, als wären wir hier schon mal gewesen. Ist alles voll seltsam hier. Wir müssen auf jeden Fall auf diese komischen Pappbäume achten, die da jetzt rumstanden. Ist hier noch irgendwo so ein versteckter Färbefleck? Ich wollte sagen, da war doch gerade noch was zum Färben da hinten. Geh das doch da. Dankeschön. So. Ich meine, ja, man erkennt die Unterschiede von... Huch, was hat mich da denn jetzt angegriffen? Ach, so ein Fisch. Ach Gott. Dann nehmen wir doch mal hier so einen. Der sollte ja hoffentlich reichen, denke ich mal. Vielleicht. Ja. Doch, definitiv. So. Woo, zeig's. So, jetzt schnell rüber hier. Hatte der eine da eben gerade irgendwas in der Hand? Im Maul? Du hattest ein Stück Farbstern im Maul oder so. Muss ich... Wow. Gut, dann nehme ich hier mal noch so einen kaputten Sprung. Der sollte reichen, um den da kaputt zu machen. Hui. So, weg damit. Ist das etwa... Sie haben die Farbstern zerbrochen, diese Ungeheuer.
Was, wenn manche, wenn man nach der Größe dieses Stücks geht, wurde er in 5 Teile zerbrochen. Wir müssen die anderen Teile finden und sie zum Eingang zurückbringen. Okay. Farbsternstück Nummer 1. Okay. Da ist noch was. Nämlich so eine Fünferkarte. Wow. Da ist noch so ein Fleck. Da ist noch ein Fleck. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, da ist auch noch ein Fleck. War hier jetzt auch noch was? Nee, das sind doch alles normale Bäume. Oh, noch ein Stück. Na nu, wie kommt dieses Stück denn da jedenfalls? Moment! Oh oh. Ohne Kampf kriegst du das nicht. Dann kommt doch her. Oha. Oha. Warte, eure Jungs. Oh Gott. Wenn du das Stück haben willst, dann komm doch her. Okay. Hoffe ich. Hey, die sind alle so... Ich versuche das mal so. Und dann vielleicht so. Und wenn das nicht klappt, dann noch... Habe ich keine mehr. Ich muss mal gerade... Doch, ich habe noch eine. Dann vielleicht so. So vielleicht? Das scheint gar nicht so kacke gewesen zu sein. Scheint zu funktionieren. Scheint recht gut zu funktionieren sogar. Sehr schön. Das lief doch besser als erwartet. Ich meine, es waren halt auch nur Goombas, aber wer weiß, was die in dieser komischen Formation da so ausrichten können, ne? Da ist noch ein Fleck. So, da ist auch noch ein Fleck. Da ist ein Speicherblock. Muss ich den hauen? Okay. Hau den einfach mal. So, da ist noch ein Fleck. So, da... Irgendwie kann man hier, glaube ich, auch so in 1000 Richtungen, ne? Da, da. So, dann kann ich hier wieder Sachen abziehen. Da vorne dümpelt noch so ein Goomba rum. Oh, da hinten ist der komische, das heißt komisch. Ich sollte nicht komisch sagen, aber... Fuck. da nehme ich dann doch auch mal den und den und den. Ich weiß es nicht, ob das reicht. Passt schon. Das reicht garantiert. Ich übertreibe voll mit meinen Karten. Aber egal. Boom. 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 So. Vielleicht übertreibe ich doch nicht mit meinen Karten. Die sind jetzt auf jeden Fall schon alle ziemlich geschwächt. Boom. 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 Okay, hat gerade so gereicht. Habe ich doch nicht so übertrieben mit meinen Karten. Und dafür nehme ich dann halt definitiv... lieber, ich sag jetzt mal, die schwächeren Karten hier. Mann. Ach Gott, die schon wieder. Hier einen Pow-Block und dann der, das sollte reichen, denke ich mal. Attacke. Oh, okay, ja, das reicht locker. Hätte jetzt nicht gedacht, dass der Powerblock alleine schon die alle wegmacht. Gut, schauen wir mal. Gibt ja alles immerhin irgendwie
Hier übersehe ich bestimmt auch unglaublich viele Flecken, einfach weil die halt alle so winzig sind, ne? Da ist noch ein Stück Farbstern. Ehrwürdiger Baum, erhöre mein Flehen. Ich will ein Rettertod werden. Ich bitte dich. Junge, der ehrwürdige Baum ist wirklich so groß, wie man erzählt. Oh, Mario. Du bist ja riesig. Hast du einen Megapilz verputzt? Die wachsen hier doch gar nicht. Entschuldigung. Mario ist nicht groß, du bist nur klein. Kamex Magie muss dich geschrumpft haben. Was? Nein, ich habe den ehrwürdigen Baum um Beistand gebeten, Rettertod zu werden. Aber selbst wenn es da keine Mindestgröße gibt, bin ich jetzt so klein, dass sie mich nie im Leben nehmen. Du musst mir helfen, wieder relativ groß zu werden. Ich war da in der Retterrotrunde in Port Westman. Das könnte mit diesen Beinchen allerdings etwas dauern. Oh, süß. Da hängt ein Stück des Farbsterns am Baum, Mario. Ehrwürdiger Baum. Augenblick! Ich bleib mal hier drüben. Schwing nur den Hammer. Ups. Au, 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 au. Das ist jetzt nicht so cool. Moment. Powerblock. Dann. Ein bisschen Leben. Und dann brauche ich irgendwas, was die nach Möglichkeit sehr schnell sehr tot macht. Kann ich einfach irgendein Dings nehmen? Ich überlege gerade, welches Dings hat denn Schaden gemacht? Ich nehme, glaube ich, mal. Nee, nehme ich nicht. Wehe, ihr greift mich jetzt gleich an mit irgendwas. Ich muss hier schwer nachdenken, ja? Soll ich einfach Morten nehmen? Ich habe Angst, ich will nicht Morten nehmen. Ich nehme einfach mal einen großen Hammer, glaube ich. Nein, Moment, ich habe den nicht gefärbt. So. Ich habe Angst. So, das ist gar nicht so schlecht. So, ein bisschen heilen. So, und jetzt? Das war noch gar nicht so schlecht. Die kommen auch nicht wieder hoch. Das ist noch besser. So, einen großen Sprung wäre nicht schlecht. Dann habe ich hier noch einen großen Hammer und da noch einen großen Hammer. Wir müssen die jetzt halt flächendeckend irgendwie wegmachen, ne? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Gut. Läuft das doch. Okay. Entschuldigung, großer Baum. Hab's mir auch gleich gedacht, dass sich da oben was verstecken. Ist ja plötzlich ziemlich finster geworden. Finster und stinkig. Oh Gott. Ah, Mario, mach was. Vielleicht mache ich doch lieber selbst. Farbsternstück Nummer 3. So, hätten wir das dann auch. Zusammen mit der Farbe. Dann fehlen noch Stückchen 4 und 5. Ne? Hier ging. Ich sollte vielleicht erst einmal speichern gerade. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich komme nochmal zurück. Weil gegen den Speicherblock, da möchte ich dann doch ganz gerne hauen. So, einmal da. Dankeschön. So, dann gehen wir doch mal hier durch. So, einmal da. Huch. Einmal da, Powerblock. Oha. Psst, Mario, ich bin's, Fabian. Es riecht mir hier sehr nach Gummis. Oder du brauchst eine Dusche. Gummis, ja, ich dachte mir, ich bleib so lange in deiner Tasche. In solche Masse von Angreifern überstehst du nicht. Vermeide unbedingt diese Gumba-Armee. Okay. Psst,
Mario, ich bin's Fabian. Naja, das ist niemand sonst in der Tasche. Ich kann's hier, kann hier nicht hin. In diesem Kummermeer sehe ich ein Stück des Farbsterns. Irgendwie müssen wir es doch erreichen können, aber da fällt schon was ein, Mario. Ah. Muss ja. Guck mich alle so böse an. So. Oh, ich sehe es. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. So, die müssen wir doch erstmal alle beseitigen hier. Ich hab das Farbsternstück. Wuhu. So, die noch und die noch. Ha, gerade so. Mensch. Ach, gehen wir jetzt quasi hinten rum einfach zurück, wo wir hergekommen sind? Wahrscheinlich, ne? Hier kann ich ziehen. Was passiert dann? Oh, ich mache eine Brücke. Okay, schön. Kann ich da drüber hüpfen? Ja. Okay. So, Sekündchen mal.